Hallo, ihr Motorradverrückten. Im heutigen Video wird der bereits zerlegte Vergaser der Honda CB350 voneinander getrennt und wieder zusammengebaut. Warum muss man das machen? Ganz klar, um von der Kraftstoffleitung, ja, die ist also hier, geht die von einem Vergaser zum anderen. Hier in der Mitte habt ihr das T-Stück, wo der Kraftstoff zuläuft. Das ist mit O-Ringen abgedichtet und die müssen natürlich irgendwann neu. Und bei diesem Baujahr sollte man nicht drüber nachdenken, sondern das einfach mal neu machen. Okay, bevor es richtig losgeht, schauen wir erstmal, was wird dann an Werkzeug benötigt. Ich habe hier wie immer auf dem Tisch eine kleine kräftige Taschenlampe, falls man die mal braucht. Sehr, sehr praktisch. Wir brauchen einen Kreuzschlitzschraubendreher in der Größe PH3. Dann habe ich hier zwei kleine Schraubendreher, eine Spitzzange und einen Gabelringschlüssel in 8 mm. Ein wichtiger Hinweis noch, bitte schau auf alle Fälle einmal kurz in die Videobeschreibung. Sollte ich vergessen etwas zu sagen oder sich im Nachhinein zu deinem Vergaser noch eine Info ergeben, kann ich das dort nachtragen. Außerdem findest du in der Videobeschreibung eine Mailadresse von einem Profi, zu dem du deinen Vergaser zur Ultraschallreinigung schicken kannst. Weiterhin wird gern gefragt, verdient der Vergaseronkel denn eigentlich Geld damit? Das ist das Coole, wenn du mit den Affiliate-Links die Reparatursätze aus der Videobeschreibung kaufst, unterstützt du unseren Kanal beim Erhalt und beim Wachstum. Außerdem einen Shop mit schneller Lieferung und mit fantastischen Bewertungen. So Freunde, wir legen los. Und zwar macht ihr als erstes bitte hier die Drosselklappen vom Choke zu. Dann ist diese Welle hier sozusagen ohne Spannung. Ja, das lässt sich nachher ganz einfach angenehmer machen. Und dann müssen wir hier diese Feder, die also diesen Mechanismus wieder zurückholt, ja, die gemeinsame Betätigung für diese vier Rundschieber, diese Feder müsst ihr hier oben bitte aushängen. Ja, ob ihr das jetzt mit einem Schraubendreher macht, mit einer Zange oder mit einem, es gibt ja solche Federwerkzeuge, ist euch überlassen. Ich kann euch sagen, die ist jetzt nicht so stark gespannt, dass man jetzt hier mit besonderer Vorsicht dran müsste. Ja, also das geht ja mit einem Schraubendreher und ein bisschen Übung. Habt ihr gesehen? Zack, haben wir die Feder gelöst. Und dann dreht ihr das Ganze hier einmal um. Und jetzt seht ihr hier diese gemeinsame Halteplatte, die ja auch oben die Mechanik festhält. Natürlich sind hier normalerweise 8 Kreuzschlitzschrauben drin. Ja, ich habe, dass wir hier im Video ein bisschen schneller sind, 4 schon rausgeschraubt. Ihr macht das gleiche, also bitte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kreuzschlitzschrauben werden herausgedreht. Da braucht ihr diesen Kreuzschlitzdreher in der Größe PH3. Das mache ich jetzt. Ich drehe die alle raus und ihr legt den also so hin, ja, auf diese Seite, dann rutscht erstmal nichts auseinander. Ich schraube die jetzt alle raus und dann geht's weiter. So Leute, die Schrauben sind draußen. Und jetzt gibt es noch einen weiteren vorbereitenden Schritt. Und zwar habt ihr hier oben diese zwei Klemmungen, ja, auf dieser Welle. Da braucht ihr den 8 mm Gabelringschlüssel. Ihr könnt natürlich auch eine kleine Nuss nehmen, ist ganz klar. Ja, und löst diese beiden Sechskantschrauben hier und schraubt die auch ein ordentliches Stück locker, dass die Klemmung also tatsächlich lose ist. So, soweit, bis man das hier mit den Fingern drehen kann, ein Stückchen. Hier drüben genau das gleiche. So, und ich bin ja Freund davon, nicht mehr zu zerlegen, als unbedingt sein muss. Schaut mal, hier gibt es noch zwei solche Klemmschrauben. Die können drinnen bleiben. Ja, da müsst ihr also nicht ran. Diese nicht. Und hier auf der anderen Seite auch nicht. Nur diese beiden hier außen lösen, Stückchen rausschrauben. Okay, jetzt haben wir das vorbereitet. Und jetzt könnt ihr diese gemeinsame Trägerplatte hier vorsichtig ein bisschen anheben. So ein kleines bisschen fummelig, aber es passt drüber. Und die nach vorne klappen. So, jetzt sieht man hier das mechanische Kunstwerk in seiner Gesamtheit sozusagen. Und jetzt schaut mal, ich habe ja hier diese Klemmung gelöst, hier oben. Ja, können wir da nochmal gucken. Dort, super. Und von dieser Welle schieben wir jetzt dieses Vergaserpärchen hier, ja, das auf der Seite, einmal herunter. Das heißt also, ich bewege das hier oben so ein bisschen. Schaut mal, das rutscht hier auch runter. Ich zeige euch gleich, wie das befestigt ist. Jetzt als nächsten Schritt die beiden Vergaser hier so ein bisschen von der Mitte weg. Oh, okay, das ging sehr gut. Oh, und jetzt ist es oben auch gleich rausgerutscht. So, wenn ihr dort genau hinschaut, seht ihr, dass hier in dieser Welle so ein kleiner Keil sitzt.
Ja, da sieht man den wunderbar. Und jetzt zeige ich euch das hier, Entschuldigung. Und hier drinne gibt es dafür eine entsprechende Nut. Ja, das heißt also, ihr könnt das gar nicht in einer falschen Position wieder zusammenbauen. So, also, den hier beiseite geschoben und hier drüben machen wir jetzt genau das gleiche mit ein klein bisschen Bewegung. Ja, manchmal klemmt es auch, weil es ist ja schon über viele, viele Jahre zusammen. Bitte keine Gewalt anwenden. Hier die Welle herausziehen. So, und dann könnt ihr diese gemeinsame Grundplatte eben beiseite legen. Und die Feder legt ihr euch hin. Die dürft ihr natürlich nachher nicht vergessen. Ja, die ist ganz wichtig. Und wie ihr seht, sind wir jetzt hier schon an dem T-Stück. Und wie man unschwer erkennen kann, müssen da auch ganz, ganz dringend neue O-Ringe drauf. Die sind ja jetzt wirklich schon sehr, sehr alt. Das heißt also, ihr könnt das hier einfach herausziehen mit ein bisschen Bewegung. Die O-Ringe sind im Reparatursatz enthalten und zwar in jedem 3. Ihr habt ja hier 4 und dann gibt es hier nochmal, zeige ich euch gleich 4 und hier auch 4. Und wenn ihr in jedem Reparatursatz 3 Stück habt, 3 mal 4 sind 12, ihr braucht 12, passt also genau. Da hat sich Kiester das schon genau ausgedacht. So, jetzt haben wir hier diese beiden einzelnen und die können wir jetzt voneinander trennen, indem wir, ich zeige euch das jetzt erstmal nochmal, hier gibt es eine kleine Verbindung. Zwar diese, ja, hier ist so ein ganz dünner Schlauch drauf. Das ist die Entlüftung der Vergaser. Ja, das geht also von dem Äußeren hier auf den mittleren und hier auf diesen kleinen Stutzen. Da geht dann der Schlauch nach oben weg. Das steckt dort nur drauf und hier unten steckt ein, das sehen wir jetzt nicht, ich mache das jetzt einfach mal auseinander, ja, mit einem kleinen bisschen Bewegung. Ich habe auch an die falsche Stelle gezeigt, weil ich es selbst nicht gesehen habe. Dort und nicht da. Dort seht ihr das, dieses kleine Messingteil. Steckt diese Kraftstoffleitung sozusagen. So, schaut mal. Und so sieht die aus. Hier sind ebenfalls zwei O-Ringe drauf. Auf der anderen Seite genauso. Ja, das holt ihr also raus. Man kann das auch, wenn man da ein bisschen Kraft braucht, hier vorsichtig in diese Richtung bewegen, dass ihr hier ordentlich anpacken könnt. Ja, dann macht ihr die O-Ringe schön neu. Ich mache das auch gerne so, dass ich vor der Ultraschallreinigung das auseinanderbaue. Habe ich ja auch gemacht. Ich habe es nur wieder zusammengebaut, um euch zeigen zu können, wie es auseinandergeht. Dann ist nämlich dieser Schacht letzten Endes, dieser hier, ja, wo also dieser Verbinder drin sitzt, der wird dann auch schön sauber, weil ja das Reinigungsmedium vom Ultraschallbad dorthin kann. So, okay, und jetzt machen wir uns auch gleich wieder an den Zusammenbau. Also wir gehen einfach mal davon aus, ich mache das nachher in Ruhe. Ihr habt hier die O-Ringe schön neu gemacht, alles schön eingesprüht mit ein bisschen Silikonspray, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und jetzt könnt ihr das hier einfach wieder zusammensetzen. Ja, also hier darauf achten, dass das hier unten reinrutscht und hier oben muss dieser kleine dünne Schlauch auf diesen Stutzen rutschen. So. Wie gesagt, Silikonspray, dass das hier ordentlich flutscht, ein bisschen bewegen. Zack, schaut mal. Und die sitzen sehr, sehr dicht zusammen. Ja, so in etwa muss das hier aussehen. Und dann habt ihr diese Seite schon wieder richtig. Dann hier das gleiche. O-Ringe neu machen. Bisschen Silikonspray dran. Das hier rein. Feder machen wir später. Das hier ist der kleine Halter für die Feder. Ja, bitte nicht verlieren, ganz wichtig. Der hat hier so eine kleine Nut, wo dann die Feder drauf sitzt. Ich lege es mal hin. Ja, also das sitzt hier vorne. Und jetzt habt ihr hier die O-Ringe neu gemacht und jetzt könnt ihr das wieder zusammenbauen. Und dazu brauchen wir ja wieder hier dieses Bauteil. Ja, hier ist also dieser kleine Keil. Und das wird jetzt hier aufgefädelt auf die Welle. Ganz vorsichtig. Der bewegt sich hier ein bisschen. Seht ihr das? Ja, ist also wie so ein Halbmond, sagt man ja dazu eigentlich. So. Keine Gewalt anwenden, das geht hier recht leicht. Man muss nur den passenden Winkel ein bisschen finden und dann flutscht das hier ganz gut drauf. Muss nochmal richtig anfassen. Ich habe wie immer das Problem, dass es nicht ganz so leicht ist, genau hinzugucken und nicht selbst im Weg zu sein für euch, dass ihr das also hier im Video sehen könnt, dass meine Frau das hier ordentlich filmen kann. So.
Ich wackele hier also nur so ein ganz klein bisschen vorsichtig. Und das geht dann auch relativ leicht. Ja, also ich habe mir auch Zeit genommen, um das anzusetzen. Habt ihr gesehen? So, jetzt lege ich das vorsichtig ab. Und jetzt ist sozusagen die Schwierigkeit, das hier zu bewerkstelligen, das hier oben drauf zu schieben und zeitgleich hier das T-Stück einzufädeln und diese gemeinsame Betätigung der Welle für die Drosselklappen vom Choke hier einzufädeln. Also ich würde zuerst hier oben versuchen einzufädeln, jawohl, und dann hier. Immer Stück für Stück, dass sich das hier nicht verkantet. So, und hier bitte auch wieder, was ich eben zeigte, ja, hier an den kleinen Kollegen hier denken, wo die Feder drauf sitzt. So, jetzt habe ich also Stück für Stück, nach und nach, immer hier unten eingefädelt und hier oben eingefädelt. Und jetzt sitzt das schon so. Ja, ihr habt also die O-Ringe gewechselt und dann können wir hier weitermachen mit dem Zusammenbau. Jetzt muss die Feder rein, das ist jetzt der wichtige Zeitpunkt. Und zwar könnt ihr jetzt hier nochmal so ein ganz klein bisschen diese beiden hier auseinanderschieben, so nur ein bisschen, um diesen kleinen Bolzen, der die Feder hält, hier mal in die Mitte schieben zu können. Der hat ja so eine kleine Nut, ja, und die muss hier tatsächlich zu sehen sein, ja, dass die nicht irgendwo auf eine Seite reingerutscht ist. So, da haben wir die. Und jetzt muss die Feder von hier oben, muss die hier durch und hier unten drüber. So, oben ist ja noch keine Spannung, das geht also relativ easy. Es geht nur hinterher einfach nicht, nicht wirklich gut. Tja, bin ich mit meiner Hand davor oder ich krieg's nicht hin? Ich versuch's nochmal. So, also von dieser Seite her. Entschuldigung, da habe ich schon an der Kamera gewackelt. So. Und jetzt hier drüber. So, so muss das sitzen. Ja, achtet bitte darauf, dass dieser Arm von der Feder auch in dieser Nut sitzt. Dann das hier wieder zusammenschieben. Okay. Und jetzt klappen wir diese gemeinsame Halteplatte hier wieder drüber. Ja, ist ein bisschen fummelig, aber das geht. Also man muss quasi hier so ein bisschen anheben. Ja, zack, und dann rutscht es hier drüber. Und dann gibt es hier wieder diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kreuzschildschrauben. Die schraubt ihr bitte rein, aber noch nicht ganz fest. Und dann geht es gleich weiter. Müssen wir nämlich vorne gucken, dass sich das nicht verspannt hat. Den Vergaser habe ich jetzt einmal herumgedreht und was ich euch zeigen wollte, hier gibt es ja diesen Betätigungshebel für diesen Choke-Mechanismus und hier probiert ihr einfach mal, ob das leichtgängig ist, einfach nur, um zu prüfen, dass sich beim Festschrauben jetzt hier nichts verkantet hat. Ja, also das bitte einmal checken, bevor ihr dort hinten richtig festschraubt. Und dann gibt es noch etwas weiteres Wichtiges. In dieser Stellung, so ist ja offen, sollten diese Drosselklappen alle sozusagen gerade stehen in diesem Kanal. Und ihr seht ja an der letzten zum Beispiel, dass die sogar ein kleines Stückchen geschlossen ist. Da habt ihr hier diese Schrauben zum Korrigieren von links anfangen. Ja, also das ist hier die Referenz, die stimmt. Und dann von hier anfangen mit dieser die einstellen und mit dieser diese hier und so weiter. Ja, so dass alle waagerecht stehen im Luftstrom. Das ist also wichtig, das macht ihr ganz in Ruhe. Ist ein kleines Schräubchen mit einer Kontermutter, kann man nicht viel verkehrt machen. So, und dann haben wir hier im letzten Schritt tatsächlich nur noch die Feder einzuhängen. Hier oben gehört sie hinein, ja, da ist so eine Vertiefung, sehen wir die? Ach doch, hier. Moment, ich zeige nochmal, dort, ja, da muss die Feder hinein, unten habe ich sie eingehängt und jetzt greife ich mir die hier mit der Spitzzange und muss das schon mal richtig rumdrehen, so. Moment, Moment. Also wie gesagt, ihr könnt natürlich hier auch ein Werkzeug nehmen zum Feder einhängen. Ich denke, ich nehme vielleicht doch lieber einen Schraubendreher. So,
Ja, das geht besser. So, hier drüber. Zack. Feder hängt. Okay, so. Und jetzt, wie gesagt, ihr müsst hier hinten noch festschrauben. Schaut ihr auch bitte hier, ob das hier spannungsfrei sitzt. Ja, also ob das hier vielleicht ein bisschen weiter ran muss oder ein bisschen weiter weg. Ja, einfach so, dass das hier ohne Spannung sitzt und sich alles gut bewegen kann. Also hier einfach nochmal gegentesten. Diese gemeinsame Betätigung für die Rundschieber. Ja, und dann wäre es natürlich wichtig, hier gibt es so viel Mechanik. Bitte hier von außen natürlich alles schmieren. Ballistol würde ich euch dazu empfehlen. Bekommt ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, Freunde, das war's. Damit habt ihr jetzt also die Vergaserbank voneinander getrennt zu Einzelvergasern, um die Dichtung an der Kraftstoffleitung zu wechseln. Okay, zu Einzelvergasern wäre jetzt übertrieben, muss ja aber nicht sein. Ich gehe davon aus, selbst wenn du jetzt kein großes Ultraschallgerät hast, selbst in diesen Zweierverbindungen lassen die sich sehr, sehr gut reinigen. Ja, damit sind wir durch. Wie gesagt, hinten noch festschrauben und hier oben ein bisschen ausrichten und natürlich diese beiden Schrauben zum Schluss dann wieder festschrauben, dass die Klemmung fest ist und dann seid ihr fertig und könnt wieder zusammenbauen. Ganz, ganz wichtig, wenn du dieses Video siehst und hast die anderen noch nicht dazu entdeckt, es gibt natürlich auf unserem Kanal auch ein Video zum Zerlegen von diesem Vergaser und zum Zusammenbauen von diesem Vergaser, was also die eigentlichen Vergaserbauteile wie Düsen und Schieber und so weiter betrifft. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn es Fragen, Wünsche, Anregungen oder Kritik gibt, dann wie immer haut in die Tasten, schreibt gerne einen Kommentar oder eine Mail. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.